Herzlich willkommen zur XA-Konferenz. Herzlich willkommen zurück, besser gesagt. Wer von euch schon, sagen wir, über 25 oder 30 ist, hat im Schulunterricht und bei Klassenausflügen in Gedenkstätten wahrscheinlich noch Zeitzeugen erleben können. Zeitzeugen, die den Zweiten Weltkrieg oder auch die Konzentrationslager der Nationalsozialisten überlebt hatten und an jüngere Generationen weitergeben konnten, was damals passiert ist, damit es nicht wieder passiert. Doch inzwischen ist das alles 75 Jahre her. Die meisten Überlebenden sind inzwischen verstorben. Und dennoch erleben wir weltweit, auch bei uns, dass rechtsextremes, antisemitisches, menschenfeindliches Gedankengut immer noch sehr präsent ist. Es bleibt also wichtig, junge Menschen oder auch aktuellen Generationen zu vermitteln, was damals in der NS-Zeit geschehen ist. Und dafür kann man auch Augmented Reality einsetzen, wie das Projekt Die Befreiung demonstrieren wird, das uns jetzt gleich vorgestellt wird. Und zwar von Eva Deinert vom Bayerischen Rundfunk und von Stefan Marx von Zauber. Eva ist Innovationsmanagerin und Digitaljournalistin beim BR. Sie ist dort für digitale Pilotprojekte und für Innovationen zuständig. Und Stefan ist CEO von Zauber. Das ist ein Startup aus Berlin, das sich auf immersive Stadttouren spezialisiert hat und dafür AR und KI einsetzt. Und damit übergebe ich die Bühne auch an Eva und Stefan. Ich bin sehr gespannt. The stage is yours. Vielen Dank, Wolfgang. Danke. Okay, dann legen wir doch mal los. Genau, wir sprechen über die Befreiung. Das ist ein Projekt vom Bayerischen Rundfunk, von der Abteilung, in der ich arbeite, nämlich digitale Entwicklungen und Social Media. Wir sind die Entwicklungsredaktion beim BR und machen Innovation, contentseitig quasi, und arbeiten mit neuen Plattformen, mit neuen Technologien und schauen, wie wir da Geschichten erzählen können. Und die Befreiung ist ein Projekt vom BR zusammen mit der KZ-Gedenkstätte Dachau und mit Zauber, die unsere technische Lösung quasi gestellt haben, dafür ihre Plattform zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt könnten wir loslegen und uns direkt den Projektfilm kurz anschauen, damit alle ZuschauerInnen wissen, worum es eigentlich geht, was wir gemacht haben. Weil es handelt sich um Location-Based AR, das heißt, man kann die App, über die wir sprechen, nur in Dachau nutzen, in der KZ-Gedenkstätte. Und das schauen wir uns am besten an, wie das ausschaut. Hier erzählen wir dir, wie das KZ Dachau am 29. April 1945 durch die Amerikaner befreit wurde. Halte dein Smartphone oder Tablet senkrecht. Du stehst jetzt fast an derselben Stelle wie damals der Fotograf. Du kannst das Foto also direkt über das Haus mit dem Eingangstor legen. Du bekommst hier schon eine Ahnung, wie voll das Lager ist. Mehr als 32.000 Menschen sind am Tag der Befreiung im KZ Dachau eingesperrt. Das Bild ist kurz nach der Befreiung entstanden. Die Häftlinge auf diesem Foto sind unbekannt. Wir wissen nicht, wer sie sind. Mit dem Digitalprojekt Die Befreiung AR wollen wir als Bayerischer Rundfunk die Erinnerung an die Befreiung so gestalten, dass sie vor allem junge Menschen erreicht, mit persönlichen Geschichten von Befreiten und Befreiern. Man kennt ja die Schwarz-Weiß-Bilder, nur wenn sie dann lebensgroß durch die AR vor einem erscheint, dann ist das schon sehr eindrücklich und nah. Und genau so wollen wir das vermitteln, diesen Tag ein bisschen nahbarer machen. Auf diesem Bild siehst du unterernährte und von Krankheit gezeichnete Häftlinge, die sich gegenseitig stützen. Im KZ-Jargon werden sie Muselmänner genannt. Völlig verhungerte Häftlinge, die dem Tod näher als dem Leben sind. Für uns als Gedenkstätte ist die Augmented Reality, die Befreiung, was ganz Neues und auch eine Möglichkeit, gemeinsam mit den Besucherinnen hier an der Gedenkstätte ein kritisches Geschichts- und Medienbewusstsein zu entwickeln. Das ist besonders natürlich für jüngere BesucherInnen besonders spannend, die so die Möglichkeit haben, einen bestimmten Abschnitt der Geschichte des Konzentrationslagers, nämlich der Tag der Befreiung des Lagers und der Häftlinge, ganz unmittelbar hier vor Ort und gleichzeitig aber auch eben digital zu erleben. Am Tag der Befreiung, dem 29. April 1945, bleiben die meisten Häftlinge in den völlig überfüllten Baracken. Viele sind zu schwach. Viele haben aber auch Angst.
Der Rundgang mit der App hat mir sehr gut gefallen. Was mir besonders gefallen hat, war, dass hier dieser historische Ort durch Bilder ergänzt wird. Und zwar eben auch Bilder, die sich anders als bei einer klassischen Ausstellung nahtlos hier in diesen Raum oder in diesen Ort einfügen. Und dass es dazu auch noch Audioeinspielungen gibt. Das heißt, dass alle Sinne angesprochen werden. Auf diesem Foto siehst du, wie einige Häftlinge mit US-Soldaten gemeinsam feiern. Die meisten Häftlinge sind allerdings viel zu schwach, um den Amerikanern entgegenzulaufen. Wir von Sauber haben die Augmented Reality App entwickelt. Augmented Reality kann inzwischen fast jedes Handy. Es gibt die App für iPhone und Android. Also einfach ab zum Play Store oder App Store und die App unter Die Befreiung AR herunterladen. Ich erzähle euch kurz, wie wir journalistisch gearbeitet haben, wie wir versucht haben, Storytelling und Augmented Reality zusammenzubringen. Und Stefan wird dann übernehmen und über den technischen Part und über die Lösungen, die wir für vor Ort gefunden haben, sprechen. Die Frage war erstmal, wie haben wir da überhaupt angefangen? Letztes Jahr ist die Gedenkstätte selber auf uns zugekommen, auf unsere Entwicklungsredaktion beim Bayerischen Rundfunk, und hat gefragt, ob wir nicht was mit ihnen zusammen entwickeln wollen. Sie kannten andere Storytelling-Projekte von uns und haben gesagt, eben dieser Jahrestag, der da dieses Jahr ihnen bevorstand, letztes Jahr, ob wir da nicht zusammen was für junge BesucherInnen der Gedenkstätte machen wollen. Wir beim BR waren da schon sehr interessiert dran und hatten auch im Hinterkopf, dass wir mal Augmented Reality ausprobieren wollen. Und dann kam noch der dritte Zufall zusammen, dass Stefan mich letztes Jahr bei der Republika angesprochen hat und mir so seine Ideen und sein Startup ein bisschen erzählt hat, was sie da machen, was sie da planen und wie sie auch mit Journalisten und Medienhäusern zusammenarbeiten wollen. Und so sind wir drauf gekommen, dass wir das gemeinsam probieren möchten. Und eine große Rolle hat dabei natürlich gespielt, was sagt die KZ-Gedenkstätte Dachau dazu, weil gerade VR und AR im Gedenkstättenkontext schon ein Thema ist, was auch kontrovers diskutiert wird. Und so haben wir uns aber zuerst mal an die Recherche gemacht und ein paar Themen, ein paar Bilder recherchiert und geguckt, was können wir da erzählen, was möchten wir erzählen. Wenn ihr jetzt noch mal ein Bild weitergeht, bitte. Ich hoffe, ihr seht jetzt das Foto, von wo meine Kollegin Yvonne Meyer zu sehen ist, die sich da ein Bild anschaut hinterm Zaun. Das war der Moment, an dem wir letztes Jahr, wo wir letztes Jahr in der Gedenkstätte waren und dann geguckt haben, wie fühlt sich das vor Ort an? Kann das funktionieren? Wie stehen wir da alle dazu? Und da haben wir gemerkt, das funktioniert sehr gut. Und genau, letztes Jahr haben wir uns dann zum ersten Mal im November zusammengefunden und sind gemeinsam über die Gedenkstätte und dieses Bild, was ihr jetzt in klein seht, war dann aber der Moment, wo wir gesagt haben, okay, das kann funktionieren. Es bietet einen Mehrwert. Das merken wir schon an uns selbst. Wir sind ja auch alle NutzerInnen. Und wir wollen das so ausprobieren. Für uns war klar im Storytelling, wir möchten gerne diese Originalfotos von vor 75 Jahren, vom Tag der Befreiung, an ihren Originalaufnahmeplatz zurückbringen. Und wir hatten aber das Gefühl, dass wenn das dann so ein unmittelbares Erlebnis ist, dass dann die Beschreibung nicht unbedingt von uns als JournalistInnen kommen soll oder erzählt wird, sondern dass das eigentlich was ist, was auch unmittelbar geschehen soll. Deswegen hatten wir vorher da auch einen großen Audiopart dazu zu machen und zu sagen, wir möchten Zitate, O-Töne quasi, vorgelesene O-Töne von Augenzeugen damals, von Befreiern und Befreiten dazu matchen, die dann quasi den Moment, der zu sehen ist, wiedergibt. Also es sollte einfach nah am Moment sein. Das Ziel war nämlich da, ein immersives Erlebnis zu schaffen. Und wer schon mal auf einer Gedenkstätte oder in einer Gedenkstätte zu Besuch war oder speziell auch in Dachau, da ist ja oft nicht mehr so viel zu sehen. Man kommt da an, zwar durch diese berühmten Tore mit den berühmten Aufschriften, aber dann fehlt manchmal so ein visueller Anknüpfungspunkt für einen selbst.
Und wir hatten das Gefühl, das können wir lösen durch diese Art der Erzählung und auch eben durch Ton und da einen Mehrwert bieten. Und das Ziel war aber eben tatsächlich, junge Leute damit zu erreichen und so eine neue Form der digitalen Wissensvermittlung auch auszuprobieren, eben weil, wie es Wolfgang schon gesagt hat, in der Anmoderation immer weniger Zeitzeugen da sind, die in Schulen gehen können und dort ihre Erlebnisse ja an die SchülerInnen weitergeben können. Da habe ich jetzt schon eine Zielgruppe genannt, nämlich in Bayern ist es ja so, dass jede 9. Klasse einmal in einer Gedenkstätte gewesen sein sollte. Das steht im Lehrplan bei denen. Und das hatten wir auch ganz klar als Zielgruppe vor Augen. SchülerInnen mit ihren LehrerInnen, die da vor Ort sind und andere internationale BesucherInnen der Gedenkstätte natürlich. Außerdem war es uns schon klar, dass wir einen großen, also eine Anknüpfung wollen an Bayern 2, unsere Kulturwelle mit unserem Audiopart. Und deswegen sind auch Kultur- und geschichtsinteressierte Bayern 2-Hörer unsere Zielgruppe. Wir haben das Projekt angegangen. Wir haben da angefangen, wo wir eigentlich das wenigste Material hatten, nämlich bei den Bildern. Da hat uns die KZ-Gedenkstätte Dachau unglaublich geholfen. Die haben ein ganz, ganz großes Archiv. Die sammeln ganz viel. Alles, was über Dachau veröffentlicht wird, kommt dort auch in die Bibliothek. Und bei denen lagern auch ganz viele Erbstücke und Tagebücher, die noch gar nicht quasi erschlossen sind. Und deswegen haben die uns bei den Texten und bei den Bildern sehr, sehr geholfen, eine Vorauswahl getroffen. Und uns war klar, so, wir wollen mit den Fotos starten, weil von den Fotos hatten wir natürlich am wenigsten vor 75 Jahren. Es waren einige Fotografinnen mit vor Ort. Die ankommenden amerikanischen Divisionen wurden auch von Journalistinnen und Korrespondentinnen begleitet. Und trotzdem gibt es natürlich nicht so ein umfangreiches Fotomaterial. Und gleichzeitig haben wir im Autorinnen-Team angefangen, den Tag zu rekonstruieren, was ist da eigentlich passiert und das Ganze zu matchen mit dem, was haben wir vorliegen, können wir das überhaupt erzählen, was da passiert ist. Und haben wir für alles Bilder und im nächsten Schritt, weil wir wollten ja das eben nicht alles selber rekonstruieren, also erzählenderweise, sondern wollten auch wieder Stimmen dafür finden, haben wir auch für jedes Bild einen Text, um so quasi ein Puzzle zusammenzusetzen. Wenn wir noch ein Bild weitergehen, genau, wir sind schon auf der Karte. Alles, was grün ist, ist jetzt der aktuelle Gedenkstättenbereich. Und da sieht man schon die Schwierigkeit, die wir zusätzlich noch hatten, wenn wir Storytelling in ortsbasierte AR erzählen wollen, dass wir nämlich gucken mussten, sind diese Orte überhaupt zugänglich? Denn nur der grüne Bereich ist der Gedenkstättenbereich. Das frühere Konzentrationslager hat sich aber innerhalb der blauen Linie oder gelben, die gelbe ist besser zu erkennen, war jedenfalls wesentlich größer als der heutige zugängliche Bereich. Die Punkte, die man auf dieser Karte sieht, das sind dann immer so meine Erinnerungspunkte. Wo befinden wir uns eigentlich? Wo haben wir Bilder? Wo würde man die verorten? Weil das wirkt sich ja dann eigentlich einfach direkt darauf aus, wo müssen die Besucherinnen und Besucher überall langlaufen am Ende. Wenn wir noch eins weitergehen, da sieht man den Kollegen Matthias Leitner, den ihr heute auch schon im Talk und gestern in seinem Vortrag gesehen habt, mein Kollege. Wir hatten immer eben so ein nutzerzentriertes Arbeiten im Kopf, weil am Ende muss der Nutzer eben diesen Weg ablaufen. Und wenn man sich in da hineinversetzt, was wir von dem User verlangen. Er kommt bei der Gedenkstätte an, er soll die App installieren, er soll verstehen, wie sie funktioniert, er soll den ersten Weg finden über die Gedenkstätte, damit herumlaufen und währenddessen auch nicht vergessen, wenn er von einem Punkt zum nächsten läuft, wo die Story sich gerade befindet, die er auf dem Ohr hat oder eben gesehen hat. Das hat nämlich dann auch für mich und meine Kollegin im Arbeiten an der Dramaturgie eine wesentliche Rolle gespielt. Wo befindet sich der User? Welchen Blickwinkel nimmt er ein? Und das hat zum Beispiel Auswirkungen darauf, dass wir sagen, wir gehen quasi selber körperlich als Nutzer erst durchs Tor, wenn auch die Amerikaner in der Geschichte durchs Tor gehen, weil vorher macht das keinen Sinn. Und man
weil man eben einfach so eng dabei ist und die Bilder in lebensgroß vor einem erscheinen. Da muss man immer so gucken, welchen Blickwinkel nimmt man jetzt ein. Da muss auch vor allem der Ton dann auch dazu passen. Wenn ich jetzt noch draußen stehe, quasi, da haben wir jetzt noch keine Zitate von Befreiten in dem Moment, solange alles sich noch vor dem Tor bewegt, sondern da kommen noch die Amerikaner zu Wort zum Beispiel. Und diese ganzen dramaturgischen Überlegungen hatten auch Auswirkungen zum Beispiel auf das Sounddesign, wo wir sehr dran gearbeitet haben. Meine Kollegin Dagmar Petrus hat da Großartiges geleistet. Weil zum Beispiel hatten wir das Gefühl, es gibt einen Knoten im Kopf, wenn wir zum Beispiel mit Hall arbeiten oder mit Räumlichkeit. Weil als Nutzer, wenn ich es auf dem Ohr habe, stehe ich ja draußen. Aber trotzdem muss es ja irgendwie das, was man hört, auch ein bisschen begleitet werden. Also das waren so Überlegungen, die wir im Storytelling hatten. Wenn wir jetzt weitergehen nochmal in der Präsentation, da haben wir uns nämlich dann gefragt, die Vorüberlegungen, schön und gut, aber funktioniert das auch am Ende? Ist natürlich die Lösung immer die Nutzerin fragen. Und so haben wir schon im Januar Nutzertests gemacht mit ungefähr 30 Personen. Das war eine ganze Schulklasse war dabei, aber auch KollegInnen und ReferentInnen, die auf der Gedenkstätte Führungen machen, die also das Gelände gut kennen, die Geschichte gut kennen. Und wir haben eben Fragen gestellt, funktioniert das Storytelling? Funktioniert die App? Verstehen Sie, wie die App funktioniert? Wie Sie sich bewegen sollen damit? Und bietet auch das Audio einen Mehrwert? Und wenn wir noch eine Folie weitergehen, dann sieht man nämlich kurz, da uns drei von unseren Schülerinnen, die wir hatten in der Befragung, weil es ist immer sehr aufschlussreich, mal jemand loszuschicken, der damit noch gar nichts zu tun hatte. Und da haben wir ganz viel gelernt, was sie uns erzählt haben, wie sie es nutzen, dass sie zum Beispiel es sehr wertvoll finden, im eigenen Tempo über die Gedenkstätte zu laufen. Und bei diesem Bild, was man auf der rechten Seite sieht, da war so ein Moment, wo die Schülerinnen gesagt haben, ah, schaut mal, die sind ja so jung wie wir. Und das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, ah, es funktioniert, wir kriegen sie interessiert sozusagen. Die interessieren sich für das Schicksal, wollen da mehr erfahren und haben da auch Lust, dann in der Story weiterzugehen, also wortwörtlich weiterzugehen damit über die Gedenkstätte. Dann noch ein kurzer Exkurs. Wir haben unglaublich viel recherchiert, ganz viele erzählenswerte Geschichten gefunden und deswegen haben wir uns entschieden, dass es einen begleitenden Podcast gibt, der zusätzlich auch noch die Befreiung von Flossenbürg abdeckt, aber indem man halt an manche Geschichten, die wir nur anreißen können, weil wir nur Zitate genutzt haben, konnten wir dann ein paar Geschichten länger und ausführlicher erzählen. Das sind 5 Folgen, die kann man sich jetzt auch noch anhören. Und Mitte März kam dann der Lockdown mit Schließung der Gedenkstätten und der Schulen. Und wir mussten dann kurzfristig umdisponieren. Auf dieser Folie ist ein kleiner Screencast drauf. Wenn man mal auf das Bild klickt, dürfte ein Video losgehen. Wir haben dann angefangen, das Ganze nochmal quasi Corona-bedingt in eine Webseite zu gießen, was eine sehr große Herausforderung war, weil wir dann nochmal ein paar Audios umschneiden mussten, nochmal gucken mussten, wie machen wir das mit den Bildern. Wir wollten trotzdem diesen Effekt haben, dass sich Dinge übereinander lagern. Wir wollten aber trotzdem auch diesen Audioanteil haben. Und so haben wir dann erstmal die virtuelle Tour auf der Webseite veröffentlicht. Stefan, mach du mal weiter. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Infos schon, Eva, und auch für die tolle Zusammenarbeit und auch an die Gedenkstätte. Dann, was ihr hier jetzt seht, ist dann die App, die wir dann released haben im September. Das sind die Screenshots der iOS-App. Auch ein sehr schönes Design hier, finde ich, geworden zusammen mit dem BR. Und ich würde euch jetzt gerne nochmal einen Überblick geben darüber, wie wir eben mit unserer Zauberplattform konzeptionell und technisch hier die immersiven Rundgänge möglich gemacht haben. Wir haben auch hier unsere Rolle so gesehen, dass wir es praktisch der Gedenkstätte und dem BR so einfach wie möglich machen können, die Inhalte einzupflegen, also die historischen Fotos aus dem Archiv der Gedenkstätte, sowohl als auch Texte und das Audio und sowohl als auch die Route, die dann festgelegt wurde, basierend auf
den Fotos. Das ist dann geschehen eben über unsere Plattform, indem auf einer virtuellen Karte diese Punkte markiert wurden und eben auch dann die Inhalte verlinkt. Und wenn man jetzt auf die nächste Slide schaut, dann sehen wir eben, dass es auch sehr wichtig war, das für viele Geräte natürlich zu optimieren und verfügbar zu machen, weil wir hier natürlich in der Gedenkstätte in Dachau von einer sehr breiten Nutzerschicht ausgehen mussten. Jetzt in diesem Jahr nicht so viele Touristen, aber generell nächstes Jahr vielleicht hoffentlich schon wieder mehr, aber auch viele Schüler mit älteren Handys, mit Android-Geräten oder aber auch mit iOS-Geräten jeder Generation. Und deswegen wollen wir halt auch mit der Plattform das ermöglichen. Das haben wir hier hinbekommen, dass es auf vielen, vielen Geräten funktioniert. Und zusätzlich gibt es dann auch die tolle Browser-Version. Und jetzt zum Abschluss würde ich euch gerne nochmal zeigen, wie wir dann eben die App genau optimiert haben und auch die Features und die verschiedenen Merkmale. Hier sehen wir die Karte, die zu sehen ist sofort, wenn man die App öffnet. Die hat einerseits, wie man links sieht, verweist sie auf auf den ortsunabhängigen Modus, den man eben im Browser erleben kann, immer dann, wenn der Nutzer zu weit weg ist. Also immer, wenn der Nutzer mehr als ein, zwei Kilometer außerhalb der Gedenkstätte ist, dann wissen wir, okay, der Nutzer wird jetzt wahrscheinlich nicht in der Gedenkstätte den ortsbasierten Modus erleben wollen. Und deswegen verweisen wir direkt auf den Link zum Browser. Und wenn man eben genau in der Gedenkstätte ist, sieht man rechts die verschiedenen Stelen, wo die Erfahrungen nämlich getriggert und erlebt werden können. Und das sehen wir auf der nächsten Slide. Hier, das ist ein Beispiel für eine Stele, von der es 5 gibt, auf der Fläche, auf dem Grundstück der Gedenkstätte. Und wie ein Nutzer gerade mit der App, die wir befallen, diese Stele scannt. Und auf dem nächsten Slide sehen wir dann, wie so ein Poster, so ein Marker aussieht. Der verweist einerseits eben auf das Projekt, erklärt es ein bisschen. Und wenn man die App nicht hat und dieses Poster über den QR-Code scannt, wird man eben direkt auf die Webseite verwiesen zum Download. Wenn man die App hat und dieses Poster scannt, dann öffnet sich sofort die Erfahrung. Die Erfahrung sieht wie folgt aus. Hier ist es ein Video. Das bitte starten. Die Erfahrung beginnt immer mit einer virtuellen Straße als Navigation. Die zeigt an, wie viele Meter es noch sind bis zum Foto. Und unten schon mal als den Titel des Fotos, der Szene. Nähert man sich dann genug, erscheinen mehr Informationen und der Audioguide startet auch automatisch nach einigen Sekunden und kann vorgespult werden, zurückgespult werden, nochmal angehört werden. Man kann auch noch mehr damit interagieren, das sieht man hier, es ist auch ein Video. Nähert man sich dem Foto, dann kann nämlich auch der Text kann hochgezogen werden, dieses Panel kann hochgezogen werden, man bekommt den Text des Audioguides nochmal dargestellt, was es auch einfacher macht, den in lauteren Umgebungen zu verstehen. Und was ein sehr besonders schöner Effekt ist, dass wir hier sehr viel mit Tiefe arbeiten. Das ist auch noch ein Video. Joy and Relief. One of the prisoners. Das Grundkonzept der App und jeder immersiven Tour ist natürlich das räumliche Erzählen. Und das ist, und da ist natürlich auch die nächste Generation und eigentlich eine neue Erfindung des Audioguides ist es auch wichtig, sehr visuell zu arbeiten hier. Und hier haben wir eben gesehen, dass es sehr viel Sinn macht, die Fotos in verschiedene Ebenen zu zerlegen, zum Beispiel dieser Feierszene, und dann auch die Person in Lebensgröße darzustellen. Das heißt, die virtuelle Statue, das Foto, was als virtuelle Statue erfahren wird, ist auch wirklich so skaliert, dass die Menschen wirklich lebensgroß, realistisch erfahren werden können. Und es ist ein wirklich irres, immersives Gefühl, dann auch noch mit dem tollen Audioguide, der eben diese Szene so toll beschreibt, das zu durchschreiten, wie man es hier im Video sieht, und wirklich sich Teil dieser Szene zu fühlen. Und dann auch noch direkt an dem Ort, wo es wirklich passiert ist. Und das sind die Momente, in denen man wirklich merkt, warum das so viel Sinn macht, den Audioguide so weiterzuentwickeln. Zur nächsten Slide, bitte. Und zwar ist schließlich noch sehr wichtig, das ganze Projekt sehr benutzerfreundlich und barrierefrei anzugehen. Deswegen gibt es ein gutes Onboarding, das genau erklärt, wie diese neue App benutzt wird. Und der BR hatte noch die tolle Idee und Eva, dass
eben wenn man hier am Ende des Onboardings auf Start drückt, dass dann nochmal ein extra Audio-Guide kommt, der dich in die App einführt, die erklärt, wie sie funktioniert und die Systemmittel dann natürlich auch Szene für Szene, Foto für Foto weiter aufgegriffen wird. Auf der Karte ist die Benutzerfreundlichkeit auch gegeben und auch in weiteren Schritten in der App, dass immer, wenn ein Nutzer nicht weiß, was er machen soll, eine kleine Hand darauf deutet und praktisch dir Hilfe gibt, was du machen sollst, sodass eben mehrere Generationen auch diese App erleben können. So zum Beispiel auch auf der nächsten Slide beim Scannen der Stille, wie wir oben schon gesehen haben, wo wir natürlich auch herausgefunden haben, dass das nicht allen Nutzern sofort verständlich ist. Und so wird man hier sehr gut durchgeleitet. Wenn man zu nah dran ist, an der Stele zu weit weg ist, immer gibt die App dir Feedback, denn sie wertet im Hintergrund sehr genau aus, was der Nutzer macht in dem Moment, um dich da praktisch zu leiten, die App zu verstehen und den Rundgang abzuschließen. Das ist die vorletzte, genau. Eva, ich glaube, du möchtest vielleicht auch noch was sagen. Ich möchte mich auch noch bei unserem Team bedanken und beim ganzen Team und allen, die mitgemacht haben. Ja, und ein tolles Projekt. Genau. Und kann ich mich nur anschließen, besonders bei der KZ-Gedenkstätte Dachau, die uns da vertraut haben, auch mit der Idee, auch für sie war das ja was ganz Neues. Und natürlich den vielen Kolleginnen und Kollegen beim BR, die mit beteiligt sind, die vielen Sprecherinnen, Nina Pietschmann, unser Guide ist quasi durch das Erlebnis Dagmar Petrus, die das Sounddesign gemacht hat, und alle anderen, die auf dieser Slide sind und wesentlich beteiligt werden. Genau. Und vielen Dank dem XR Hub für die Einladung, dass wir hier unseren Case mal vorstellen konnten. Vielen Dank. Genau. Falls es nämlich noch weitere Fragen gibt oder Anfragen, weitere Ideen, wie man was zusammenarbeiten könnte, meldet euch gerne. Wunderbar, herzlichen Dank Eva und Stefan, was ihr da für eine spannende AR-Anwendung auf den Weg gebracht habt, trotz erschwerter Corona-Bedingungen. Danke Eva, danke Stefan. Und wir machen in wenigen Minuten mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Und das ist ein Projekt, das noch stärker von Corona getroffen wurde, nämlich genau heute. Aber was es damit auf sich hat, erfahrt ihr trotzdem in wenigen Minuten.